Wer eine ehrliche Antwort auf die Frage will, wie die Ausbildung in einem Unternehmen ist, fragt am besten die Auszubildenden. Genau das hat das Bayernwerk getan. Zusammen mit den Ausbildern haben die Azubis an einer Umfrage der unabhängigen Gesellschaft Aubi Plus teilgenommen. Und gar nicht so schlecht abgeschnitten, sondern sogar ziemlich gut. Das Energieunternehmen ist mit dem Zertifikat Best Place to Learn ausgezeichnet worden. Nicht zum ersten Mal. Schon bei der letzten Verleihung vor 3 Jahren gab es eine Auszeichnung für das Bayernwerk. Ich sage Ihnen eins, ich war noch mal aufgeregter als beim ersten Mal. Irgendwo beim ersten Mal war man so, ja, das kriegen wir schon, wenn wir es nicht kriegen, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, aber wir haben schon einen hohen Level gehabt. Also wir sind sehr hoch eingestiegen bei der ersten Befragung oder beim ersten Zertifikat. Und das jetzt halt dann wieder zu erreichen, einfach zu sehen, hat sich das gelohnt, was wir die letzten Jahre rund um die Ausbildung gemacht haben, das war mir schon wichtig. Und auch nehmen die Leute teil, ja, das ist ja alles freiwillig. Ich wurde immer unterstützt. Ich konnte bei Fragen und Problemen immer zu den Ausbildungsleitern kommen. Also ich hatte immer einen Ansprechpartner, die hatten immer ein offenes Ohr für mich. Und ich habe auch viel, wenn ich mal irgendein Problem hatte, also zum Beispiel, ich habe eine Wohnung gesucht, dann haben die mich auch unterstützt, haben mir eine Kontaktliste gegeben und dann konnte ich mich auch an verschiedene Ansprechpartner wenden. Also es war schon sehr gut. Zum Beispiel die technische Ausstattung ist bei uns hervorragend. Ab dem ersten Lehrjahr kriegen wir alle schon einen Laptop, ein Handy und es ist natürlich in der heutigen Zeit wichtig. Im Moment machen 289 junge Menschen beim Bayernwerk ihre Ausbildung. Sie arbeiten zum Beispiel als Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker oder als Kauffrau bzw. Kaufmann für Büromanagement.